Ihr kennt mich als Prediger, nunmehr seit schon über 14 Jahren. Und als Prediger hat man eine Botschaft zu präsentieren. Das ist wahrscheinlich der eine Job eines Predigers. Man möchte die Menschen mit seiner Botschaft erreichen. Alle Menschen. Ich schließe niemanden davon aus. Wirklich keinen einzigen. Und meiner Ansicht nach kann sich das ein Prediger auch gar nicht erlauben. Er kann nicht hingehen und die Menschen kategorisieren und sagen, du bist es wert, meine Botschaft zu hören und du nicht. Das bedeutet auch, dass ich es in der Vergangenheit so gehandhabt habe, wenn mich irgendjemand eingeladen hat, bin ich gerne hingegangen. Egal wer das war. Ich habe niemanden davon ausgeschlossen. Und so ist es auch dazu gekommen, dass ich von sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten oder Gemeinden eingeladen wurde. Das kann mal eine türkisch-hanafitische Moschee gewesen sein, vielleicht auch mal eine arabische, durchaus auch mal eine arabische, die dem salafistischen Spektrum zugerechnet wurde. Da waren marokkanische Moscheen dabei, unabhängige. Da war sogar mal eine schiitische Gemeinde dabei. Von denen habe ich allen Einladungen bekommen. Und ich habe jede angenommen, weil ich niemanden ausschließe. Bedeutet das jetzt, dass ich mir deren theologischen Ansichten zu eigen mache? Bestimmt nicht. Ganz sicher nicht. Dafür wären sie ja auch viel zu unterschiedlich. Oder um es mal so zu formulieren, wenn mich eine christliche Gemeinde einladen würde, dann würde ich ja auch hingehen. Und das würde auch nicht bedeuten, dass ich mir deren theologischen Ansichten zu eigen mache. Meine einzige Bedingung ist, dass ich frei bin in dem, was ich sage und präsentiere. Ich lasse mir keine Vorschriften machen. Es kann nicht jemand zu mir hinkommen und zu mir sagen, du musst unbedingt das sagen. Aber solange das gegeben ist, bin ich gerne überall hingegangen. Aber es bedeutet, wie gesagt, nicht, dass ich deren Ansichten vertrete. Das gilt auch für andere Personen, die dort eventuell Gäste sind. Prediger, andere, die einen Vortrag halten. Das kann sein mit mir gemeinsam auf einer Veranstaltung oder vielleicht auch unabhängig von mir. Vielleicht zu anderen Tagen sind sie dort zu Gast. Die Tatsache, dass ich dort bin, selbst wenn ich neben ihm sitzen würde, bedeutet nicht, dass ich mir seine Ansichten zu eigen mache. Oder ganz einfach in einer christlichen Gemeinde. Wenn dort ein Pfarrer neben mir sitzt und ich halte dort einen Vortrag, bedeutet das nicht, dass ich mir die Ansichten des Pfarrers zu eigen mache. Ich bin Marcel Krass. Und das, wofür ich stehe und was ich vertrete, das findet man auf meinen Kanälen. Und nur dort. Ich mache mir keine anderen Ansichten zu eigen. Und ja, es ist in der Vergangenheit durchaus vorgekommen, dass ich manchmal mit Personen zusammen aufgetreten bin, bei denen ich Bauchschmerzen hatte bei dem, was sie sagten. Aber mir geht es um die Menschen, die dort sitzen, die Zuhörer. Die möchte ich erreichen. Meine Botschaft ist für sie. Hat man in der Bibel nicht auch Jesus deswegen komisch angeschaut? Was sitzt du mit diesen Leuten, mit denen, die den Sündern zugerechnet werden? Selbstverständlich saß er mit denen. Das waren ja die Menschen, die er erreichen wollte. Und so ist es auch mit mir. Mir geht es einfach nur um die Menschen. Ich möchte die Menschen näher zu dieser Religion führen. Das ist meine Aufgabe und das ist alles, wofür ich stehe. Die Föderale Islamische Union setzt sich ein für die Muslime in diesem Land. Und das kannst du auch. Erstens, diesen Kanal abonnieren, teilen, liken, verbreiten, kommentieren. Alles, was den Algorithmus pusht. Und die zweite Sache, Mitglied werden. Geh auf www.islamische-union.de und fülle dort das Mitgliedsantragsformular aus. Es dauert keine 2 Minuten und das Beste, die Kinder kannst du kostenlos mit anmelden. Also, Abo dalassen und jetzt Mitglied werden.